Ja, mein Name ist Jürgen Fischer. Ich darf hier über 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 1 bis 17 reden. Wir sind da in einer Reihe und das, ihr merkt das schon, 17 Verse, 2. Timotheusbrief, das ist eigentlich zu lang. Und beim letzten Mal habe ich ja auch schon gemogelt, sprich mit euch Kuba gemacht, so nach dem Motto, wir tun mal so, als wäre das jetzt stille Zeit. Das mache ich heute nicht. Das könnt ihr gerne zu Hause machen. Ihr wisst ja jetzt, wie das geht. Man fragt, was ist klar, was ist unklar, was sagt der Text über Beziehung, was könnte ich daraus anwenden. Ich möchte mit euch diesen Text drüber fliegen und 3 Prinzipien herausarbeiten, die dem Apostel Paulus einfach super wichtig sind. Die 3 Prinzipien kommen jetzt, gibt's genau dahin. Prinzip Nummer 1. Habe keine Gemeinschaft mit Leuten, die sich Christen nennen, es mit der Heiligung aber nicht so ernst nennen. Prinzip Nummer 2, zum Leben mit Jesus gehört Ablehnung und Verfolgung ganz normal dazu. Prinzip Nummer 3, hör nicht auf, dich mit der Bibel zu beschäftigen, vergiss vor allem nicht, was du schon gelernt hast. Die 3 Prinzipien möchte ich mit euch besprechen. Und ihr merkt hier einen lustigen Grundsatz einer simplen Predigt. Sag ihnen, was du sagen willst, sag's ihnen und sag ihnen am Ende, was du ihnen gesagt hast. Also wir schauen uns das am Ende nochmal an. Jetzt wisst ihr, was kommt. Und wir schauen uns die ersten 9 Verse an. 9 Verse, die, ich lese sie euch vor und ihr dürft jetzt in eine leichte negative Stimmung verfallen. Also ihr müsst einfach die Stimmung dieser Verse auf euch ein bisschen wirken lassen. Die sind jetzt Moll, Grau, das will man alles nicht im Leben, was jetzt kommt, okay? 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Deswegen heißt die Predigt auch Tipps für schwere Zeiten. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit oder der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen, und von diesen wende dich weg. Denn von diesen sind die, die sich in die Häuser schleichen und Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf die Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Menschen, verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewehrt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Jetzt wisst ihr, warum ich das eingangs gesagt habe. Also man kann aus dem Text ganz schön 2 Sachen lernen. Punkt Nummer 1, wie soll man es nicht machen? Also ihr könnt euch gerne zu Hause Zeit nehmen, das nochmal in Ruhe durchlesen und sagen, okay, schlecht, schlecht, noch schlechter, macht man auch nicht. Ja. Also ihr könnt das in Ruhe durchgehen. Ich weiß nicht, ob es so die Verse sind, die man als erstes auswendig lernen möchte. Aber man kann das machen. So, wie es hier beschrieben wird, lebt man nicht. Und wenn sich sowas in deinem Leben findet, schmeiß es raus. Punkt Nummer 2, wenn jemand so lebt und behauptet, dass er doch irgendwie Christ sei, dann ist das ein Grund, mit so jemandem keinen Kontakt zu haben. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 5, diese Stelle nochmal, die so mittendrin steht, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Form der Gottesfurcht oder Form der Gottseligkeit. Form. Ja, eine Form, das ist nur
ein äußerlicher Schein. Das ist nur so eine Hülle. Und Gottesfurcht oder Gottseligkeit beschreibt die praktische Seite meines Christseins. Das, was ich tue, was man nach außen hin sieht, weil ich Christ bin. Also ihr seid jetzt hier, Sonntagvormittag, weil ihr gottesfürchtig seid, in diesem Sinn hier. Das ist praktisch für euch wichtig, als Christ geht man in den Gottesdienst. Deswegen seid ihr hier. Und deswegen haben wir miteinander gebetet. Und deswegen haben wir uns Lieder angehört und vielleicht mitgesummt. Das ist Gottesfurcht, ganz praktisch. Und jetzt gibt es Leute, die haben eine Form der Gottseligkeit, aber sie haben nicht mehr. Das heißt, es geht um Leute, die sind christlich sozialisiert, aber sie sind nicht wiedergeboren. Und das ist ein Riesenunterschied, ob ich mich benehme, wie ich glaube, dass ein Christ leben soll, oder ob ich wirklich Christ bin. Ob da nur so ein Stückchen Religiosität in meinem Leben ist, oder ob ich wirklich da ewiges, neues Leben, diesen Geist der Kraft in mir trage. Das ist ein Riesenunterschied. Und das kann sein, und Paulus warnt hier den Timotheus davor, dass es Menschen gibt, die auf der einen Seite eine Form der Gottesfurcht haben, so wenn du sie fragen würdest, sag mal, bist du Christ? Dann würden die sagen, na klar, siehst du doch in meinem Leben, ich gehe da auch sonntags in den Gottesdienst und ich lese vielleicht auch morgens die Losungen oder ich habe da auch irgendwo an Weihnachten einen tieferen Bezug zu dem Weihnachtsfest oder so. Da ist irgendwas nach außen hin, aber wenn man dann fragt, sag mal, hast du eigentlich den Heiligen Geist? Also in diesem Geist der Kraft, der dich von innen heraus verändert, der dich dazu befähigt, ein heiliges Leben zu führen und der dir auch diese grundsätzliche Einstellung gibt, ein heiliges Leben führen zu wollen, dann wird es schwierig. Das sind häufig Leute, mit denen kann man sich über theologische Spitzfindigkeiten unterhalten. Die haben auch zur Bibel und zu dem, was in der Bibel steht, ihre eigenen Auslegungen und Interpretationen. Daran fehlt das eigentlich nicht. Sie halten sich selber auch für Christen. Das ist gar nicht der Punkt. Nur wenn du dann so ein Stückchen hinterfragst und sagst, sag mal, wie kannst du sagen, dass du Christ bist, aber so richtig heidnisch leben, dann ist das für sie überhaupt kein Problem. Ihnen reicht, vom Text her, ja, ihnen reicht so eine christliche Show, aber nicht wirklich ein tiefes geistliches, christliches Leben. Also die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Kraft verleugnen, indem sie mit ihrem Leben, und zwar mit dem sündigen, mit dem grob sündigen Anteil ihres Lebens durchstreichen, was sie an der anderen Stelle durch das Äußerliche zum Ausdruck bringen. Grobe Sünde verleugnet die Behauptung, ich bin Christ. Einfach deshalb, weil Glaube, du hattest das vorhin schon gesagt, Glaube ohne Werke ist tot. Oder ein Glaube an Gott ohne Gehorsam gegen Gott ist biblisch nicht einmal Glaube. Das ist ein behaupteter Glaube. Das ist etwas, was einfach niemanden rettet. Und wenn wir auf solche Christen treffen, die eigentlich faktisch leben nach dem, worauf sie Bock haben und die sich dann eben auch nicht zurechtweisen lassen, die sie vielleicht mit vielem beschäftigt haben, aber die so gar nicht verstanden haben, worum es beim Evangelium eigentlich geht, dann sagt der Text hier, wende dich weg. Und das ist eine sehr starke Formulierung. Hab mit solchen Leuten nichts zu schaffen. Die sind für dich in dieser Zeit, die kommt, in dieser schwierigen Zeit, in der schweren Zeit, sie sind für dich einfach eine Gefahr. Es gibt Menschen, die mit ihrem Leben für deinen Glauben zur Gefahr werden. Zu denken, ich kann einfach mit jedem Menschen Umgang haben und niemand kann mir gefährlich werden, das stimmt nicht. Wende dich weg. Und deswegen hatte ich den ersten Punkt so genannt, hab keine Gemeinschaft mit Leuten, die sich Christen nennen und es mit der Heiligung nicht so ernst nehmen. Und ich weiß nicht, was es für dich bedeutet. Ich bin ja ein relativ simpel gestrickter Mensch. Ich lese das und dann überlege ich, wie kann ich das umsetzen. Und
für mich persönlich bedeutet das zum Beispiel, dass ich mir keine Predigten von liberalen Theologen anhöre. Ich tue es einfach nicht. Irgendwas muss das ja bedeuten, wende dich weg. Also es gibt Portale im Internet, wo liberale Theologen ihre Predigten veröffentlichen. Beispiel wäre worthaus.org. Und ich höre mir diese Predigten einfach nicht an. Ich mache das einfach nicht. Und ich gebe jedem den Tipp, das einfach nicht zu tun. Und dann höre ich, wenn ich sowas sage, nicht nur den Vorwurf, dass ich alles viel zu eng sehe, sondern dann kommt dann häufig so ein Satz, Jürgen, das ist doch nicht so schlimm, ich höre mir das an, ich prüfe alles und das Gute halte ich fest. Und wenn du mir das sagst, werde ich aufhören, mit dir zu diskutieren. Einfach, weil ich dann nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Das hat zwei Gründe. Wenn jemand sich bewusst wenn jemand sich bewusst Predigten anhört, wo er genau weiß, da kommt auch Falsches drin vor, dann frage ich dich, warum machst du das? Warum beschäftigst du dich nicht von vornherein mit dem guten Stoff? Also ich würde mir auch keinen Kommentar zur Bibel durchlesen, wo ich weiß, der Autor, der glaubt zum Beispiel nicht an die Auferstehung. Also der hat da so ganz grob was nicht ganz verstanden und jetzt schreibt er was über die Bibel. Das würde ich mir nicht durchlesen. Ich meine, dann lese ich doch, ich beschäftige mich doch bitte schön gleich mit dem guten Stoff. Ich habe gar nicht die Zeit, mich mit dem Müll zu beschäftigen. Das will ich einfach nicht. Und ein zweiter Punkt ist der, wenn jemand sagt, ich prüfe alles, das Gute halte ich dann fest, da gibt es ja auch einen Bibelvers dazu, weiß ich schon. Mein Eindruck ist, dass die Leute, die sagen, ich prüfe alles, dass die selten in der Lage sind, irgendetwas zu prüfen. Also dass dieses Denken, ich könne alles prüfen, eher aus einer gewissen Selbstüberschätzung heraus resultiert, als tatsächlich aus der Fähigkeit, etwas prüfen zu können. Mein Tipp, und du kannst gerne machen, was du willst, das ist ja wunderbar, ich habe da ja keine Verantwortung, aber mein Tipp ist, schau, dass dieses Wende dich weg irgendwie in deinem Leben auch eine Realität wird. Du musst schauen, dass das, was du an geistlichen Einflüssen in dein Leben hineinlässt, dass das so hohe Qualität wie irgend möglich hat. Wende dich weg. Punkt 1, hab keine Gemeinschaft mit Leuten, die sich Christen nennen, es mit der Heiligung aber nicht so ernst nehmen. Und wenn du dich schon mit etwas beschäftigen willst, ja, Paulus würde sagen, such dir doch einfach ein gutes Vorbild. Ja, so ein gutes Vorbild, so wie Paulus, Timotheus, das funktioniert doch super. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 10, da beschreibt er dieses gute Verhältnis, was die beiden zueinander hatten und wie tatsächlich Timotheus als junger Christ, der ist am Ende so, also wahrscheinlich bei der ersten Missionsreise zum Glauben gekommen, am Anfang von der zweiten Missionsreise wird er dann eingesackt von Paulus, da wird er so, wie alt wird er gewesen sein, 16 bis 22, irgendwo so in dem Dreh, ja, er kann schon von zu Hause weg, ist aber noch relativ jung und hängt sich an den Paulus dran. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, also meiner Art zu denken, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren. Du hast das gemacht. Gute Vorbilder sind ein echtes Plus. Und es ist absolut nichts Verwerfliches daran, wenn ein junger Christ sich einen reifen, älteren Christen sucht und sagt, hey, ich möchte von dir lernen. Schaut mal, was Paulus dem Timotheus alles beigebracht hat. Lehre. Ja, bring mir die Bibel bei. Das darf man sagen. In der Bibel steht sogar an einer Stelle, dass die älteren Frauen die jüngeren Frauen belehren sollen. Da ist ein Auftrag da. Lehre. Lebenswandel. Wie führe ich ein geistliches Leben? Die Art, wie man denkt. Ich finde das ganz großartig. Wir bringen das unseren Schülern leider nicht mehr in der Tiefe bei, wie es nötig wäre. Aber da könnte man noch so viel Interessantes lernen von älteren Leuten, die schon ein Stück weiter gedacht haben. Also wie man denkt, wie man glaubt, wie man geduldig mit Leuten umgeht. Überhaupt auch, wie man mit Druck und Schwierigkeiten umgeht. Das darf ich von Leuten lernen, die das schon durchgemacht haben. Das ist wirklich klug, als junger Christ sich einfach jemanden zu suchen, der ein Stück älter ist und von dem zu lernen. Und Timotheus war klug. Er hat, wenn man will, vom Besten gelernt. Ich muss mir nicht alles selber erarbeiten.
muss nicht alles neu entdecken. Du darfst kopieren. Logisch, das ist für den Anfang so. Am Ende geht es darum, dass du dein eigenes geistliches Leben entwickelst. Und es geht auch nicht so zu werden wie irgendein anderer. Wir wollen werden wie Jesus. Aber wenn du startest, na, dann such dir irgendjemanden, wo du dich ranhängst und sagst, das mache ich erstmal. Meine To-Do-Liste, die mir immer so für die Woche so die langfristigen Sachen vorgibt, hat mich daran erinnert, dass ich zweimal im Jahr in einer Hängeregistratur zwei Seiten durchlesen möchte. Das sind zwei Seiten, die ich vor 20 Jahren aufgeschrieben habe. Und zwar war ich vor 20 Jahren für zwei Wochen mit einem alten Christen, einem alten Ami, Gene Gibson, inzwischen schon verstorben, hat einige Bücher geschrieben, vielleicht kennt ihr das Training im Christentum. Ich habe ihn, den 75-Jährigen, begleitet nach Albanien, wo er Missionare besucht hat. Mein Job war, seine Pillen zusammenzustellen, seine Koffer zu tragen, zu schauen, dass er ins Flugzeug kommt und so. Also ich war wirklich Kofferträger. Und ich habe diese zwei Wochen mit ihm genutzt, ihm jede Frage zu stellen, die mir irgendwie in den Sinn kam. Und am Ende dieser zwei Wochen habe ich mich hingesetzt und zwei Seiten Einsichten aufgeschrieben mit meiner Zeit mit ihm. Und die lese ich mir so zweimal im Jahr durch. Einfach um nicht zu vergessen, was ich von ihm gelernt habe. Und da habe ich gemerkt, ich habe in zwei Wochen durch sein Vorbild wahrscheinlich mehr gelernt als in den zwei Jahren davor. Unterschätzt nicht Vorbilder. Und wenn ihr die Chance habt, jemanden zu begleiten, ihr jungen Leute, ja, von den typischen Predigern, die ihr mögt, fahrt mit dem mit. Das bringt unglaublich viel. Es bringt vor allem deshalb viel, weil dieses Leben sich so viel leichter transportieren lässt als manchmal Lehre. Philipper 3,17, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder. Paulus ist nicht überheblich, wenn er das den Geschwistern so schreibt. Es geht ihm einfach darum, dass die älteren Christen ihren Job erkennen und begreifen, aha, ich bin dazu da, ein Vorbild zu sein für die Jüngeren. Das ist einfach mein Auftrag. Christsein ist ja in dem Sinne nichts Besonderes. Ja, wir leben einfach mit Gott ein geistliches Leben und werden jedes Jahr ein Stückchen reifer. Und das dürfen wir weitergeben. Wir machen unsere Erfahrungen und die dürfen wir teilen. Vor allem dann, wenn es um das Thema Schwierigkeiten geht. Der zweite Punkt lautet, zum Leben mit Jesus gehört Ablehnung und Verfolgung ganz normal dazu. Das hat Paulus tatsächlich erlebt und das hat anscheinend dann auch der Timotheus von ihm gelernt. Zum Leben mit Jesus gehört Ablehnung und Verfolgung normal dazu. Also Leben als Christ ist tatsächlich von Anfang an nicht einfach. Die Bekehrung ist es schon, aber in dem Moment, wo ich mich bekehrt habe, trete ich als Christ hinein in einen Konflikt mit dieser Welt. Und das fängt vielleicht ganz banal damit an, dass ich tatsächlich erst einmal meinen Eltern verklickern muss, oh hoppla die hopp, ich will am Sonntag früh in Gottesdienst gehen. Aha, seit wann bist denn du religiös? Ja, da ist was passiert in der letzten Woche und so, bin jetzt Christ, aha, spannend. Oder aber, dass ich meinem Chef auf Arbeit sagen muss, weißt du Chef, ich bin jetzt Christ geworden, ich lüge nicht mehr. Okay. Oder vielleicht meinem ungläubigen Freund sagen musst du, es ist aus. Oder, dass ich vielleicht meinen Kumpel sagen muss, weißt du, dieses nächtelang da hier so durchzocken, ja, das ist vorbei, meine ich mehr. Ja, ich habe jetzt Jesus ist mein Herr, ich folge ihm nach, ich will wirklich so leben, wie er das möchte. Und wenn du das tust, dann wird das vom ersten Tag an in deinem Leben, wenn du Christ bist, Stress geben. Oder aber du fängst vom ersten Tag an mit Kompromissen, dann wird das mit der Nachfolge Jesu wahrscheinlich nicht lange vorhalten. Und Paulus selber ist der,
der seine Jünger auf diese Tatsache von Anfang an vorbereitet. Apostelgeschichte 14, Vers 22, erste Missionsreise, da sind Leute gerade zum Glauben gekommen, die sind wenige Wochen gläubig. Paulus besucht sie nochmal auf der Rückreise und sagt dann, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Also möchtest du das Reich Gottes in Macht und Herrlichkeit erleben? Willst du das? Willst du Erde 2.0 so in Gerechtigkeit, ohne Krankheit, ohne Tod, ohne die blöden Nachbarn? Möchtest du das? Und wenn du sagst, ja logisch, ich meine, was denn sonst? Das möchte ich. Okay, kein Problem. Der Weg dorthin heißt Ausharren und Bedrängnisse. Alles gut, oder? Ja, bereite dich darauf vor, Ausharren und Bedrängnisse. So einfach ist das. Und Paulus spricht hier als jemand, der das erlebt hat. 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 10 bis 13. Nochmal diese Stelle. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinem Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonium, in Lystra widerfahren sind. Timotheus hat das von ihm gelernt und hat es nachgemacht, hat sich darauf eingelassen. Und dann schreibt Paulus, diese Verfolgungen ertrug ich und aus allen hat der Herr mich gerettet. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Dieser Vers 12, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. Das ist der Vers, von dem ich den Punkt abgeleitet habe. Zum Leben mit Jesus gehört Ablehnung und Verfolgung ganz normal dazu. Und das gibt es im großen Stil, dann reden wir von Märtyrern, das sind Leute, die ihr Leben gelassen haben für ihren Glauben. Und das gibt es im Kleinen. Da ist es dann Mobbing, Gerede, da wird man dann ausgegrenzt, lächerlich gemacht, vielleicht auch betrogen oder ungerecht behandelt. Das geht dann bis in den Bereich Diebstahl und Sachbeschädigung. Und das ist einfach eine Realität. Nochmal, bitte sei nicht naiv. 2. Timotheus 3, Vers 12, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. Das steht hier, weil es eine Realität ist. Eine Realität, dass wenn du mit Jesus leben möchtest, wenn du das wirklich ernst nimmst, dann wirst du irgendwo auf Widerstand stoßen. Wenn du sagst, ich habe einen Herrn in meinem Leben und ich tue, was er sagt. Und mein Herr, das ist der Herr Jesus. Es ist der Herr, der für mich gestorben ist, der meine Schuld getragen hat, um in dem Bild zu bleiben, ja, der Rechtsanwalt, der sich hinstellt und sagt, ich rette dich, aber gleichzeitig ist er Herr. Er ist Gott im Fleisch und will in meinem Leben die Nummer eins werden. Und wenn du sagst, ich habe einen Herrn, und das ist der Herr Jesus, dann kommt das im Allgemeinen nicht gut an. Vielleicht ist das nicht so dramatisch, wenn du einen christlichen Arbeitgeber hast, aber ansonsten in dieser Gesellschaft, auch wenn sie seit 2000 Jahren auf Christentum getrimmt wurde, so ein bisschen christlich sozialisiert, wir tun vieles, weil wir eigentlich Christentum leben, ohne dass wir das so nennen, das ist ganz lustig. Trotzdem, du wirst anecken. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir gute Vorbilder haben, die uns von klein auf sagen, schau mal, das ist nicht schlimm. Ich habe das auch erlebt. Bei mir war das auch so, was weiß ich, im Studium, in der Schule. Und dann habe ich das später vielleicht am Arbeitsplatz so erlebt. Ja, da muss man durch. Und ich zeige dir, wie das geht. Und ja, da muss man glaubend, ausharrend, betend einfach mal sein Christsein durchstehen. Ja. Und ich glaube, das liest sich schnell, lebt sich schwer, aber lebt sich leichter, wenn man ein gutes Vorbild hat, dem man einfach folgt. Und deswegen sucht euch
wenn ihr das noch nicht habt, wie heißt das modern, ein Mentor. Ja, geht in eine Jüngerschaftsbeziehung rein. Habt eine Zweiergruppe, sowas ganz Dynamisches, wo man sich austauscht. Macht was miteinander, um schnell voneinander zu lernen. Und wenn du dabei bist, Punkt 3, hör nicht auf, dich mit der Bibel zu beschäftigen. Vergiss vor allem nicht, was du schon gelernt hast. Da heißt es in 2. Timotheus 3, die Verse 14 und 15, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Das wäre jetzt der Punkt, wo man was über Kindererziehung sagen könnte, über die Familie als Lernumfeld, die Herausforderung und die Verheißung, die damit verknüpft ist, wenn wir als Eltern unseren Kindern das Wort Gottes lieb machen. Timotheus hatte eine gläubige Mutter, eine gläubige Großmutter, und die haben ihm von klein auf die Schriften, das ist in dem Fall das Alte Testament, nahegebracht. Da heißt es in Vers 15, oder ich lese nochmal ab Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Ja, von deiner Mutter, von deiner Großmutter. Du hast gesehen, was das Evangelium in ihrem Leben macht. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung. Und das ist diese zukünftige Rettung, auf die wir zulaufen, durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Timotheus soll das an guter Lehre nicht vergessen und darin bleiben, was er zu Hause gelernt hat. Also die Zeiten werden schwer. Und das ist einmal die Gefahr, dass ich mich mit Sachen beschäftige, die mich geistlich kaputt machen wollen. Mit Leuten, die mir ihre Theologien und ihre Philosophien als den neuesten Schrei und die Wahrheit verkaufen, selber aber nie zum Evangelium und zur Wahrheit durchgedrungen sind. Und das muss ich weg. Und dann hole ich mir was anderes rein. Ich orientiere mich an den Leuten, die wissen, wie man lebt, weil sie einfach schon lange genug dabei sind und weil ich von ihnen schnell was lernen kann. Und dann schaue ich, dass ich das, was ich schon gelernt habe, was ich schon weiß, dass ich das nicht mehr vergesse. Bleibe in dem, was du gelernt hast. Frage, wie macht man das? Zuerst einmal mal tatsächlich dadurch, dass man sich des Wertes der Bibel bewusst wird. Es ist ein absolutes Vorrecht, dass wir eine Bibel haben. Ich stehe manchmal davor und denke mir, wow, wie hat sich Gott das ausgedacht? Also da stehst du so im Himmel und denkst, wir retten mal eine Welt. Wie machen wir das denn? Ja, und dann gibt es so Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann überlegen die so miteinander, okay, wer macht was? Und der Geist sagt, ich habe da auch eine Idee. Das steht jetzt nicht in der Bibel, was ich sage, aber so stelle ich es mir vor. Ich habe da auch eine Idee. Ja? Ich schreibe ein Buch. Ja, ich sorge dafür, dass Leute inspiriert werden und dass sie es aufschreiben, weil du kennst die Leute, die vergessen das sowieso und das wird jetzt über die Zeit auch immer schlimmer, je mehr wir hier intellektuell abbauen als Menschen. Wir brauchen ein Buch. Und dann hat vielleicht der Herr Jesus gesagt, yo, ich mache das mit dem Kreuz, du machst das mit dem Buch und dann kriegen wir das zusammen hin. Und jetzt haben wir ein Buch. Ist das nicht genial? Wir haben ein Buch, was Gott uns in die Hand gibt, damit wir drin lesen können. Und der Geist Gottes sagt, ey, weißt du was, du schickst mich ja sowieso auf die Erde, ich werde dafür sorgen, dass die das lesen und verstehen und ich gebe denen auch die Kraft, das umzusetzen, das wird gut. Das wird richtig gut. Und es wird ein ganz besonderes Buch. Das wird besonders, wenn man es vergleicht mit allen anderen Büchern, das wird einzigartig in der Botschaft sein, einzigartig in den Prophezeiungen sein, einzigartig in dem Gottesbild sein, einzigartig in der Frage, wie wird man gerettet sein. Das wird überhaupt, auch von der Ehrlichkeit her, wird es total einzigartig sein. Wir machen das so, dass die Leute, wenn sie wollen, erkennen können, dass das wirklich Gottes Wort ist. Das ist das, wie Gott sich das ausgedacht hat. Und deswegen haben wir die Bibel. Und deswegen heißt es in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 und 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Schön, oder? Ich habe da was, was Gott mir gegeben hat. Der Geist Gottes in den Propheten, in den Aposteln sorgt dafür, dass ich Wort Gottes in Händen halte.
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Hammer! Das ist ein Buch und du hältst dich an dieses Buch und Leben ist gut. Und ich bin ja wirklich so ein Bibelfreak, man vergebe mir das, aber ich bin es auch deshalb, weil ich jedes Jahr mich mehr darüber freue, wie die Wahrheit des Evangeliums ganz, ganz praktisch sich niederschlägt in der Qualität meiner Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu mir selber, im Umgang mit mir, im Umgang mit Sünde, ja, wo ich jedes Jahr ein Stückchen weiterkomme, noch lange nicht fertig bin, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Wir leben aus Gnade, aber jedes Jahr darf das ein Stück schöner werden. Und ich habe null Verständnis von Leuten, die die Bibel als blödes Gesetzbuch, ich denke mir, ja Halleluja! Da stehen die guten Sachen drin. Die Dinge, die mein Leben reich machen. Warum? Weil Gott sie da reingesetzt hat. Und deswegen bleibe in dem, was du gelernt hast. Punkt 1, check. Checke, was das für ein geniales Buch ist. Und ja, das ist ein bisschen dick geworden, das gebe ich zu. Ja? Und das ist auch jetzt nicht immer leicht zu verstehen, aber du hast ein Leben lang Zeit, du hast einen Geist der Weisheit und der Offenbarung und der Erkenntnis in dir, der sich nichts mehr wünscht, als dich Stück für Stück in die Wahrheit hineinzuführen. Du hast die Zeit, du hast das Potenzial, es ist alles da. Check einfach, wie genial die Bibel ist. Zweiter Punkt, beschäftige dich mit ihr. Lesen, nachsinnen, auswendig lernen. Und dann, wenn du das machst, entwickle Überzeugungen, Gewohnheiten. Vergiss nicht alle seine Wohltaten. Ich mache das auf eine ganz lustige Weise. Ich schreibe einmal in der Woche auf, womit Gott mich in der letzten Woche beschenkt hat. Mach es irgendwie. Schaff irgendeine kleine Gewohnheit. Lese und mache. Und du wirst merken, das hatte ich beim letzten Mal und ich mache es gerne immer wieder vor, weil es so, ja, es ist dieses hier, ja, dieses einfach umsetzen, so Stück für Stück und dann schauen, wie nach 10, 15, 20, 25, 50 Jahren unser Leben sich umgestaltet. Ach, wenn ich euch dafür nur gewinnen könnte. Kommen wir zum Schluss nochmal zu unseren drei Punkten. Punkt 1. Hab keine Gemeinschaft mit Leuten, die sich Christen nennen, es mit der Heiligung aber nicht so ernst nehmen. Punkt Nummer 2. Zum Leben mit Jesus gehört Ablehnung und Verfolgung ganz normal dazu. Punkt Nummer 3. Hör nicht auf, dich mit der Bibel zu beschäftigen und vergiss vor allem das nicht, was du schon gelernt hast. So, jetzt habe ich diese Punkte da dran geschrieben. Und wenn du denkst, ich wüsste nicht, wie uncool diese Punkte sind, doch, das weiß ich. Also die drei Punkte, die hier dran stehen, sind etwa so uncool wie, na sagen wir mal, eine Prostatakrebsvorsorgeuntersuchung. Das war jetzt ein Bild für Männer ab 45 und ihr werdet mir zustimmen, dass das eine uncoole Sache ist. Und für alle, die nicht wissen, was da passiert, ein zweites Bild, wo man sich leicht damit auseinandersetzen kann, das ist etwa so uncool wie 30 fahren in der 30er-Zone, weil da ein Blitzer steht. Versteht ihr? Diese drei Punkte sind nicht cool, darüber bin ich mir im Klaren. Und ich habe mich eine ganze Woche in der Vorbereitung dieser Predigt mit diesen uncoolen Punkten rumgeschlagen und gedacht, kannst du das predigen? Auf der anderen Seite denke ich mir, geht es im Leben wirklich darum, was cool ist? Ich meine, ich habe einen Paulus, der ist inzwischen alt geworden. Der sitzt irgendwo im Gefängnis und schreibt vielleicht einen seiner letzten Briefe. Und er schreibt das an seinen Freund und Mitarbeiter Timotheus und sagt, Timotheus, ich weiß nicht, wie lange ich noch hier auf der Erde bin. Kann sein, dass die mich demnächst umbringen. Aber ich würde dich gerne auf der anderen Seite wiedersehen. Und lass mich dir, wie so ein Vermächtnis, lass mich dir einfach ein paar Dinge mitgeben, ganz unverfälscht, ungeschminkt. Lass mich einfach ein paar Dinge mitgeben, die wichtig sind, dass du diesen Weg hier auf der Erde als Christ zu Ende bringst. Und ein Punkt ist, lass dich nicht mit den falschen
Theologien ein und den Leuten. Du siehst am Leben eines Menschen, ob er echt ist. Zweitens, lass dich nicht von Schwierigkeiten unterstuken. Sei nicht überrascht, wenn sie kommen. Und drittens, das, was du gelernt hast, vergiss es nicht. Bleib dran. Bleib in dem, was du hast. Das ist so ein großer Schatz. Und dann denke ich mir, naja, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, ob die Punkte immer cool sind, sondern ob sie wichtig sind. Und für Paulus, den alten Missionar, waren das wichtige Punkte. Und wahrscheinlich sind sie es dann für uns auch. Amen.